Hallo Leute, seit mittlerweile über 10 Jahren mache ich YouTube, ist kein Scherz. Natürlich ist es mir nicht entgangen, dass in den letzten Wochen und Monaten die Videos immer weniger Aufrufe erzielt haben. Und da macht man sich natürlich Gedanken, geht es so langfristig weiter oder was kann man tun, damit man dem entgegenwirkt. Das heutige Video soll die Antwort darauf sein. Ich will euch ein paar Hintergrundinformationen geben. Ich werde euch zeigen, wie ich das Projekt heute umsetze. Und am Schluss werdet ihr das Resümee bekommen, was jetzt der genaue Plan ist, damit es hoffentlich noch einige Jahre länger mit diesem YouTube-Kanal hier weitergehen wird. Bleibt gerne am Video dran. Ich habe währenddessen parallel schon das Material für das Projekt heute zusammengesammelt. Eigentlich brauchen wir gar nicht so viel. Ein Kantholz, ein bisschen Messing und ein Winkelgetriebe, damit wir das Ganze heute erstmal anfangen können zu bauen. Zu Beginn habe ich mir eine rudimentäre Skizze gemacht, damit ich ungefähr weiß, wie groß die einzelnen Teile werden müssen. Nachdem ich das getan habe, ging es auch direkt an die Säulenbohrmaschine. Da habe ich mit dem Kreisschneider einen entsprechenden Kreis rausgebohrt. Hier ein klitzekleiner Tipp, das könnt ihr mal zu Hause ausprobieren. Versucht mal den Kreis von beiden Seiten anzuschneiden, dann wird oftmals die Oberfläche ein bisschen besser und ihr habt immer diese tollen kleinen Zwischenschläge, die ihr dann auseinanderbrechen könnt. Probiert es mal zu Hause aus und lasst mich wissen, ob das auch bei euch gut funktioniert hat. Ich habe mich heute dazu entschieden, Kugellager zu verbauen. Nicht aus dem Grund, weil die zwingend erforderlich sind, sondern eher aus dem Grund, weil das Ding sehr, sehr lange halten soll und es jedes Mal gut benutzt werden sollen können. In einem vergangenen Video, ich verlinke es euch mal oben rechts, habe ich euch gezeigt, wie ihr ohne French Cleat sehr, sehr einfach Ordnung schaffen könnt und wie ihr dieses komplette Thema angehen könnt. Das kann gerade bei vielen verschiedenen Werkzeugen ein bisschen, ja, fummelig sein, aber schaut euch das Video gerne an, das war so meine Lösung dazu. Und da konnte ich mir dann erstmal die richtigen Werkzeuge aussuchen, bin direkt an die Drechselbank gegangen. Übrigens, wenn ihr noch einen Drechselkurs haben möchtet, schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Da konnte ich dann die einzelnen Lagersitze ausdrehen. So, dass sie gut reinpassen. Das musste keine Presspassung sein, aber so, dass das Ganze sich vernünftig auch drehen lässt. Wenn ihr zum Beispiel was bauen müsst, wo Holzquerschnitte in kleineren Durchmesser nicht stabil genug wären. Also wenn ihr zum Beispiel einen 20er Rundstab aus Holz macht und ihr denkt euch, okay, das ist nicht stabil genug, da habe ich einen Tipp für euch. Probiert mal Messing bei solchen Projekten. Das ist zwar ein bisschen teurer als Metall, aber dafür lässt sich es halt eben sehr, sehr gut zersparen. Ihr könnt es einfach feilen und außerdem könnt ihr, wenn ihr eine Drechselbank habt, sogar drechseln. Es gibt dazu Videos, macht euch dazu dann am besten nochmal schlau, aber ihr könnt es unterm Strich sehr, sehr gut bearbeiten und Messing hat eine gute Stabilität. Wir haben in unserem Winkelgetriebe natürlich so ein Vierkant und da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, okay, komm, ich fräse das Ganze an der Horizontalfräse, weil ich eine habe, so viel mal erst dazu, aber ich habe mir direkt gedacht, okay, wenn später das Ganze zusammengebaut ist und das nicht linear fluchtet, dann wäre es ein bisschen blöd, wenn das Ganze sehr, sehr eng in diesem Vierkant sitzt. Und deswegen habe ich das Ganze ein bisschen kleiner gefräst. Wäre es ganz eng in diesem Vierkant und wäre nicht fluchtend eingebaut, dann würde das Ganze immer die komplette Konstruktion so ein bisschen seitlich umherdrücken und das könnte das Ganze sehr wahrscheinlich auf Dauer kaputt machen. Deswegen habe ich diese Lösung gewählt. Ich habe das Vierkant kleiner gefräst, damit es mehr Spiel hat. Wir haben dann natürlich so ein bisschen Schlupf, das heißt, unsere Welle dreht sich immer so ein bisschen frei. Das ist aber okay, das ist hier nicht so relevant, deswegen habe ich mich dazu entschieden. Gerade bei einem der letzten Projekte, der Werkzeugwand, habe ich den Druckluftnagler echt ein bisschen lieben gelernt, denn es geht einfach schnell. Wenn die Optik keine Rolle spielt, das heißt, wenn die Nägelköpfe kein Problem darstellen, dann ist das eine sehr einfache Möglichkeit, etwas auch sehr stabil verbinden zu können. Denn wir müssen uns immer überlegen, die Nägel halten das zu der Zeit an der richtigen Stelle. Die komplette Kraft wird aber später von dem Holzleim übertragen, der, nachdem er ausgetrocknet ist, beide Teile sehr, sehr stabil miteinander fügt. Deswegen ist das eine tolle und schnelle Lösung. Man muss nicht jedes Loch vorbohren, man kann alles schnell zusammen schießen, wie in Amerika. Und so kann man eine tolle Verbindung auch einfach schaffen. Ein großes Dankeschön geht hier auf jeden Fall an meine Freundin. Die hat mir diese Leintücher zusammengenäht, denn ich dachte, als ich das Ganze online bestellt hätte, dass das eine große Bahn ist. Aber bei den vier Teilen waren das jeweils vier Teile von diesen Maßen. Deswegen musste meine Freundin einmal die ganzen Leintücher zusammennähen. An der Stelle hier habe ich einen klitzekleinen Fehler gemacht, deswegen teile ich euch das einmal fix mit. Ich habe, als ich das Leintuch oben befestigt habe mit Streben, da habe ich das Ganze leicht auseinandergezogen. Ihr müsst euch vorstellen, wenn das Leintuch oben auseinandergezogen wird, dann wird es unten leicht zusammengezogen, weil ihr halt eben so ein bisschen Spannung in das Tuch bringt. Das heißt, wenn ihr das Ganze zu Hause nachmacht, schaut, dass ihr im besten Fall das Ganze schön leicht oben drauf packt,
damit ihr keine Spannung im Material habt. Es darf nicht zu wenig sein, weil sonst habt ihr oben schon die Falten, aber nicht so sehr auseinanderziehen, wie ich das Ganze hier getan habe. Okay, am Anfang des Videos habe ich es angesprochen, könnte 2024 das letzte Jahr von diesem YouTube-Kanal sein, weil die Videos einfach nicht mehr funktionieren. Das ist wirklich ein ernstes Thema, das mag jetzt lustig aussehen, aber da habe ich mir sehr, sehr viele Gedanken zu gemacht, was ich tun kann, dass das Ganze halt eben funktioniert. Ich bin hier immer in enger Aussprache, auch mit dem lieben Marius, der das Ganze hier schneidet. Marius, vielen lieben Dank für die vielen Gespräche, die wir auch darüber geführt haben. Und das ist erstmal für euch das Wichtigste. Da geht einiges im Hintergrund ab. Also viele Gespräche werden zu Themen gemacht, um zu schauen, ob das so funktioniert. Und eine Sache, die mache ich ja recht häufig, ich baue Möbel. Und wenn man zum Beispiel ein einfaches Thumbnail-Bild von einem Möbel macht und versucht einfach diese Interessantheit über einen Titel oder irgendwie so ein künstlich hochgeblasenes Thumbnail zu erzielen, dann funktioniert das meistens nicht. Bei mir zumindest mal. Euch muss auch klar sein, YouTube ist immer ein großer Testballon. Das heißt, man muss immer Dinge ausprobieren und schauen, ob das mit der jetzigen Zielgruppe, mit deren Verhalten, mit der kompletten Zusammensetzung von YouTube, ob das funktioniert. Das heißt, mit diesem großen Thema baue ich nicht einfach eine Fotoleinwand, um irgendwas weiß davor zu stellen. Ich werde die Videoproduktion so ein bisschen umstellen, dass es so wie hier aussieht. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, okay, warum stirbt jetzt der YouTube-Kanal aus, weil er einfach die ganze Zeit das Gleiche macht und keine Ahnung. So ist es ungefähr. Ihr werdet festgestellt haben, dass die Videoart ein bisschen anders ist. Ich filme das Projekt und vertone es nach, so wie ich es halt eben jetzt hier gerade tue. Und das ist eben Bestandteil von diesem Setup hier gewesen. Hier kann ich das Ganze jetzt filmen und kann später, wenn ich das Vorschaubild mache, die Leinwand runterlassen und kann das Ganze ablichten. Das ist aber nur nochmal ein kleiner Teil von dem kompletten Konzept. Wir blicken mal kurz in die Vergangenheit. Wie war das? Ich war in meiner alten Werkstatt, ich habe was gebaut, ich habe das Projekt abgeschossen per Bild und habe dann in den Text beschrieben, um was es in diesem Video geht. Das war vor 5, 6, 7 Jahren. Mittlerweile ist es so, dass ein Video durch das Thumbnail und durch die Werte, die daraus entstehen, bestechen muss. Das bedeutet, ein Video muss oft angeklickt werden, die Zuschauerbindung muss gegeben sein, sodass YouTube merkt, okay, dieser Zielgruppe gefällt dieses Video offensichtlich. Und das große Problem bei meinen Videos ist, dass sie sich natürlich ähneln. Und so in der Art und Weise, wie ich es halt eben jetzt die ganze Zeit gemacht habe, ist es schwer, da irgendwie so ein bisschen Vielfalt reinzubekommen. Denn eigentlich gibt es immer sehr, sehr viel zu so einem Projekt zu erzählen. Aber wenn ich das in dem Projekt an der laufenden Maschine erkläre, wie das aussieht, was ich mir dazu gedacht habe, dann wird das Video zu lang. Mit dieser Art und Weise wird das Ganze nachvertont, dass ich Hintergrundinfos geben kann, damit ihr wisst, warum ich das so mache. Ihr wisst dann, okay, ich habe mit 5 Schreinermeistern telefoniert, die mir gesagt haben, hey, wir machen das im Betrieb so, das hat gut funktioniert, das wird vom Hersteller nicht empfohlen, in der Praxis funktioniert. Und ich denke, das sind interessante Infos, die ich geben kann. Nur auf diese Art und Weise hier, finde ich, funktioniert es halt auch eben für mich pragmatisch, so dass ich es euch auch eben sagen kann. Das heißt, ich versuche gerade hier etwas umzustellen, um das Ganze geil ablichten zu können und Infos zu geben, die halt eben interessant sind. Aber auch so eine Art und Weise, dass es nicht zu langatmig wird und langweilig. Zurück zum Projekt. Nachdem ich den Boden geweißt habe und alles installiert habe, konnte ich tatsächlich auch schon loslegen. Was habe ich jetzt? Ich habe jetzt eine weiße Leinwand, die ich sehr, sehr schnell benutzen kann. Ich kann sie sehr schnell abrollen. Ich habe hier Fotolichter, mit denen ich das Projekt auch entsprechend ablichten kann. Und jetzt habe ich mir ein Setup geschaffen, mit dem ich, hoffe ich zumindest mal, eine gute Kombination aus Möbelbau, Massivholzbau und Informationen ein Video erschaffen kann. Ich hoffe, das Ganze kommt bei euch gut an. An der Stelle will ich mich noch einmal bei euch bedanken für die vielen, vielen positiven Kommentare bei dem letzten Video, was schon auf diese Art und Weise gedreht wurde. Und falls das so gut bei euch ankommt, würde ich mich über einen Kommentar und eine Reaktion von euch freuen. Schauen wir mal, wie es die nächsten Wochen und Monate hier weitergeht. Ciao.